So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Stream, Let's Play Ghost of Tsushima. Ups. So. Düt, düdüt, düt. Man braucht das so lange zum Laden. So, ja. Ich muss mir erstmal wieder die Steuerung reinziehen. Also von daher, es ist schon ein bisschen, es ist schon eine Weile her, dass ich das beim letzten Mal gespielt habe. Karte, Aufzeichnungen, ja hier. Sprich mit Fürst Shimura. Geschichte von Tsushima. Die sechs Klingen des Kyoko, das würde ich gerne mal machen. Die Frage ist nur, wo geht's da weiter? Legendenerzähler, hier ist sonst alles soweit fertig, ne? Klar, hier unten war ich durch. Hier unten sieht's für mich aber auch klar aus. Hier ist noch was. Da. Den Fuchsbau habe ich abgeschlossen. Gut, dann will ich da auf jeden Fall nochmal hin. Auf jeden Fall grüße ich euch. Schön, dass ihr da seid. Es wird ein Aufnahmestream. Das bedeutet, ich werde nebenher noch die Aufnahme laufen lassen und die dann später schneiden. Damit wir natürlich noch was auf YouTube haben. Genauso muss ich das mit anderen Sachen auch noch machen, weil ich habe echt wieder viel zu viel Müll auf der Platte. Ja, ich habe ja noch einen ganz großen Stream. Ich glaube, das war 7 Days. Das war die Resident Evil Demo, die haben wir schon hochgeladen, die kann weg. Sonst muss ich hier alles nochmal anschauen, was noch nicht hochgeladen ist. Kann theoretisch weg oder nicht. Ja, gestern war leider noch nicht Geld auf dem Konto. Und da hatte ich jetzt noch nicht genug übrig, um mir die Version von Dingsbums zu holen. Die Deluxe Edition von Resident Evil 4 Remake für die PlayStation 5. Ich habe mich dazu entschieden, hallo Juna, grüß dich. Ich habe mich dazu entschieden, Resident Evil 4, nicht 5, Entschuldigung, Resident Evil 4 im Stream auch zu spielen. Ich werde mir das Spiel holen für die PlayStation. Ich kriege zwar mehr Grafikleistung und mehr FPS raus, wenn ich das für den PC hole. Ich werde es aber, ich habe mich aber für die PlayStation-Version entschieden, weil es einfacher zum Aufnehmen ist. Wenn man mal rum Geister, wenn man mal rumdreht oder solche Sachen halt. Von daher müssen wir mal gucken. Wie das da so läuft. Auf jeden Fall, das ist der Grund, warum ich mich vorzugsweise mit Dingsbums befasse. Mit Konsolenspielen. Kann sein, dass ich da unten hin muss. Die Frage ist nur, wie. Kann er bestimmt runterklettern. Na gut. Also, knapp. Die Frage ist jetzt nur, wo muss ich lang? Ich muss ja irgendwie da runter. Okay, das hat geklappt. Ich habe zwar keine Ahnung, wer da steht. Fürst Sakai, danke fürs Kommen. Ich habe keine Ahnung, was mit ihm los ist.
Ja, es gibt ein paar Spiele oder ein paar Projekte, die ich eigentlich im Kopf habe. Ja, wollen wir mal gucken. Ich wollte auf jeden Fall mal ein Let's Play der Bayonetta-Trilogie machen. Und eigentlich bräuchte ich auch mal ein paar ordentliche Kopfhörer. Beziehungsweise ich war zu voll, meine In-Ear-Kopfhörer da reinzusetzen. Ja. Vielleicht hole ich mir auch ein ordentliches Mischpult. Nicht Mischpult, sondern USB-Headset. Dann kann ich den ganzen Kack hier mal weghauen. Versteht hoffentlich, dass dies nur ein Auftrag ist. Ja! Oh, der hat gesessen. Es klappt irgendwie. Vielleicht habe ich genug Pause gehabt, um mal wieder ready to go zu sein, aber ja. Nehmen wir mal die Vorrede mit. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Bei mir eigentlich geschlafen habe ich gut. Aber ich habe Dingsbums. So. Ja, das eine habe ich gemacht. Wunderbar. So, sorry, so, aber dich brauche ich jetzt erstmal nicht. Belohnung, Erweiterung, Legende, viel. Gibt es hier noch irgendwo... Nein, den Bambusstand habe ich abgeschlossen, ne? Schade. Haiku. Habe ich das echt nicht gemacht? Okay, das ist komisch. Wiedergeburt, alles klar. Ich wäre gern Wiedergeburt als Regenwurm. Dann werde ich irgendwann Teil der Vögel und kann die ganze Zeit Leichen essen um es mir und es macht mir nichts aus. Nee, keine Ahnung, ich glaube, das sind eher Maden. Würmer sind eher, glaube ich, die Erde halt. Sie sind gut. Ich mag Würmer. Sie sind sehr wichtig für die Erde. Güldne Rüstung, rot befleckt. Was? Ich muss mal meinen Steam beenden. Spült die Angst hinfort. Es ploppt zweimal auf. Ich habe irgendeinen Stirnband bekommen, was ich eh nicht trage, weil ich mag dieses Outfit einfach. Es sieht schick aus. So, wo haben wir es denn? Steam haben wir hier. Wunderbar. So, Fuchsbau haben wir. Brauche ich nicht. So, kann ich hier irgendwo in die Nähe reisen? Dann machen wir das nämlich hier. Gut. Das ist halt das Entspannte. Ja, Resident Evil 4, bald verfügbar. Geht mir nicht auf den Sack. Ich habe es auf der Agenda, aber diesmal gebe ich Sony den Vorsprung. Also der Sony-Version. Also hier soll meine Legende weiter wachsen. Aber warum? Das ist übrigens der Grund dieses Analog
Händedrücken sozusagen. Das ist übrigens der Grund, warum ich mir einen neuen Controller geholt habe. Bei meinem alten Xbox One Controller funktioniert einwandfrei. Nur da gibt es dieses... Dieses Ding ist da manchmal ein Problem. Aber hey, dafür passen die jetzt zusammen. Xbox, PlayStation. Entschuldigung, ja, diesmal wieder für die YouTube-Aufnahme, heute mit Webcam, einfach weil ich definitiv zu wenig Freizeit habe für diese ganzen Projekte, die ich mache, sprich aufnehmen und streamen und so weiter und so fort. Und da sind ja dann auch die Twitcher und die YouTuber sozusagen sind ja nicht die gleichen. Diesbezüglich habe ich mir gedacht, mache ich so eine Kombi draus, mache ich ja eigentlich ganz öfters. Erstens, weil es für mich wesentlich einfacher ist. Erstens, weil es einfacher ist, Unterhaltung zu haben, zu wissen, dass da noch Leute dabei sind. Eine Armee, um meine Burg zurückzuerobern. Ich sagte doch, Jona schafft das. Und siehste, Jona schafft das. Ihre Belohnung. Die Verstärkung des Shoguns wird bald hier sein. Doch vorher müssen wir ein neues Problem lösen. Meine Späher haben einen Befehl des Khans abgefangen. Er war adressiert an Ryuzo. Seine Söldner sind bereit, uns anzugreifen. Wisst ihr, wo Ryuzo ist? Nicht weit. Vor Koyasan. Ihr müsst ihm nicht selbst entgegentreten. Wollte ich aber tun. Er war mein Freund. Ich kümmere mich um ihn. Tut, was ihr müsst. Unsere Truppen sind kampfbereit, wenn ihr zurückkehrt. Eine Abrechnung in Blut. Oh je. Jona möchte vielleicht mitkommen. Aha. Möchtest du also mitkommen, Jona? Ich verstehe. Was lässt du zurück? Mehr als du auch nur ahnst. Am Festland gibt's neues Werkzeug. Haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen, die gute Jona. Du verlässt uns? Dein Onkel hält sein Wort. Unser Boot liegt bei Sonnenaufgang ab. Ich brauche noch einmal deine Hilfe. Ryuzo versteckt sich in Fort Koyasan. Ich kann nicht. Ach komm schon, Jona. Ich habe mich mein Leben lang dafür geplagt. Ging hungrig zu Bett. Riskierte Kopf und Kragen, um Geld zu haben für ein neues Leben auf dem Festland. Ich kann nicht aufgeben. Ich weiß das doch auch. Hab ich gerade angesprochen gefühlt. Hilf mir gegen Ryuzo. Und ich bringe dich zum Chef. Das ist dein Kampf, Jin. Guck mal, Jona gibt uns einen Korb. Friendzone. Wir brauchen nur ein neues Leben. Ich halte dich nicht auf. Danke, Jona. Für alles. Das stimmt, wir haben mir viel zu verdanken. Ich hoffe, du findest Frieden. Du auch. Kein Küsschen? So ein Abschiedskuss? Hört auf eure Schwester, Tucker. Sie kümmert sich um euch. Lebt wohl, Fürst Sakai. Genau, Tucker, hör mal auf die gute Jona. Ich kann das allein. Im Schatten der Nacht. Verlasse Fürst Shimuras Kriegslager. Lol. Okay, gut, dann ist das halt so. Kann man nichts machen. Die Jona lässt uns allein. Könnte Burkaneda allein einnehmen. Ich werde dich kriegen, Ryuzo. Ja, komm, 600 Meter ist ja fast gar nichts. Muss es halt im Schatten der Nacht machen, theoretisch. Da ist natürlich die Frage. Von den Upgrades her sollten wir eigentlich auch ganz gut laufen. Ja, Jona ist halt ein bekannter japanischer Name, der von vielen Leuten benutzt wird. Und dementsprechend gibt es nicht nur eine. Hallo, ich will den Berg hoch.
Ich darf nicht den Berg hoch. Was ist das für ein Tor? Lol, ich hätte auch einfach hinreisen können. Gut, kann man mal machen. Führst den Massagott einmal einen Banditen. Gekuschelt? Ich habe keine Ahnung. Gut, Yuna ist mit ihrem Bruder sozusagen unterwegs in ein neues Leben. Damit die nicht mehr so hungrig zu Bett gehen muss. Ist ja auch schwer. Muss man ja sagen. Vor Koyasan, ein Nest voller Verräter. Welch Wunder, es wird dunkel. Ich muss das vorausspähen. Ja, wollen wir mal gucken, was die gute Yuna uns alles so beigebracht hat. Bin ich da nicht eben entlang gerannt? Okay, dieser rote Acer Palmatum oder Fächerahorn oder Palmahorn gefällt mir ganz gut. Okay, da sind so ein paar Lümmel. Ich nehme an, die gefangen sind, werden uns nicht verraten. Die Frage ist, kann ich theoretisch hier durchschießen? Wäre interessant, aber ich glaube, wenn der da liegt, kriegen das zu viele Leute mit. Kann ich das so ein bisschen buggy machen? Nee, das macht er nicht. Okay, also ich muss ausspähen und darf noch keinen killen. Ich dachte, ich könnte jetzt hier... Aber ich glaube, das geht erst los, wenn ich da drin bin. Jetzt so ein Fokus, womit man Gegner markieren könnte. Das wäre cool. Also ich habe zwar bei Horizon Forbidden West viel geheult und gejammert. Dazu stehe ich auch heute noch. Aber es hatte coole Gadgets. Das muss man einfach sagen. Hier ist jetzt so viel. Oder es ist zu weit weg. Da bin ich mal gespannt. Ich bin vor allem mal gespannt, wie weit wir hier kommen. Irgendwo muss ich doch rein. Checken natürlich nichts von der androhenden Gefahr. Ja, irgendwo müssen sie doch einen Haupteingang haben. Und ich muss doch irgendwo reinkommen. Bambus. Den Bambus nehme ich mit. Was habt ihr so am Samstag heute schon so alles Feines gemacht? Könnt ihr mal im Chat ein wenig berichten, wenn ihr möchtet. Sag mal, habe ich jetzt eine riesige Runde gedreht oder bin ich zu blöd, einen Eingang zu finden? Nee, das hier ist der Eingang. Gut. Ich habe natürlich keine Ausdauerpunkte. Ist jetzt nicht so optimal. Kann ich hier theoretisch einfach rein?
Nee, einfach so geht das nicht. Das. Ah, ich muss da oben ausspähen. Und ich Vollidiot renne die ganze Zeit wie so ein Blöder durch die Gegend. Ja, manchmal. Also entweder werde ich alt, senil. Mongolen, als wären Strohhüte nicht schlimm genug. Fürst Sakai, wartet! Psst, ihr verratet uns noch. Ich lasse euch nicht allein gehen. Wenn Yuna nicht mit euch geht, dann muss ich es. Darauf seid ihr nicht vorbereitet. In Yarikawa sagtet ihr, wenn wir zusammenstehen, können wir unsere Heimat retten. Ich stehe hinter dem Geist. Ihr kämpft nicht gegen Mongolen. Wenn euch was passiert, lasst mich sie wenigstens ablenken und einige fortlocken. Das erhöht eure Chancen. Na gut. Wenn sie euch folgen, reitet so schnell ihr könnt ins Lager. Der Fall der Yuna abgehauen. Oh, das geht auf den Arsch. Das wird den Hausdrachen Yuna richtig böse machen. Da gibt's auf dem Bobbes. Hunde! Mongolen sind alle hässliche Hunde! Ich sage Fürst Shimura, dass ihr hier seid. Die Samurai werden euch holen. Sie schneiden euch die Köpfe ab, ihr Feiglinge! Das ist interessant, es gibt ja nur. Was? Ich habe keine Ahnung, was die labern. Gut gemacht, Tucker. Und jetzt bringt euch im Lager in Sicherheit. Keine Spur von Ryoso. Er muss hinter dem Tor sein. Weiß nicht, ob der mich schon gesehen hat. Oh, komm schon. Blöd, ne? Na gut. Kriegen wir hin. Also entweder gab es eine Balanceänderung oder ich war einfach vorher wahrscheinlich. Vorher ein bisschen zu blöd. Ich weiß es nicht ganz. Interessant, ne? Die ganze Zeit brüllen sie rum wie Bekloppte, so, da ist jemand, müsst ihn fertig machen, etc., etc. Und da oben die stehen da einfach, als wenn nichts wäre. Wir müssen sehen, dass da oben Toda liegt. Ich meine, finde ich okay, so vom Gameplay mäßig fair, touché. Aber trotzdem halt irgendwie ein bisschen. Ja gut, wer weiß, wie dumm die sind, ne? Ich hinterfrag's nicht. Hat gesessen. Oh,
Lief besser als gedacht. Ich will mich echt nicht beschweren. Es läuft überraschend gut. Ich hätte ihn jetzt auch hierher locken können und hätte dort was vorbereiten können. Ich bin mal gespannt, ob in dem Haus noch was drin ist. Ich hoffe, die haben Tucker nicht gekriegt. Ich glaube, wenn der Tucker jetzt sterben würde, weil er uns geholfen hat, ich glaube, das würde die Yuna uns nicht verzeihen. So, ich nehme natürlich alles mit, ne? Loot, 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 Loot. Ist das jetzt mein Ziel, oder... Komme ich da woanders da hoch? Joso, schön dich zu sehen. Du weißt, wieso ich hier bin. Ja, ich habe dafür gesorgt, dass du mich findest. Der Khan will dich treffen. Ich bin nicht zum Reden hier. Du hast uns alle verraten. Retten wir unsere Heimat gemeinsam. Es muss nicht so enden. Doch, Ryoso, muss es. Ist jetzt ein Plot-Twist, oder? Oh, wie gemein! Wie gemein! Diese alle olle Drecksau. Sakai. Fürst Sakai, bitte wacht auf! Oh nein, Tucker. Nicht Tucker. Ihr wart so lange weg. Ich wusste, ihr habt Schwierigkeiten. Ich kam, um zu helfen, aber die Mongolen haben mich... Verdammt. Wir müssen uns befreien. Die werden uns umbringen. Nur wenn wir sie lassen. Versucht loszukommen. Ich muss das nur lockern. Tucker, sei tapfer. Wir müssen Durst haben. Milch von meiner Lieblingsstute. Ihr letztes Geschenk an mich. Sie brach sich gestern ein Bein und ich verfütterte sie. Wir tun, was wir müssen, Fürst Sakai. Und deshalb können ihr und ich überleben. Ich bin Samurai. Ihr seid viel mehr als das. Ihr seid der Geist. Zieht euer Volk auf meine Seite und sie bekommen Frieden. Niemals dienen wir euch. Euer Onkel sagte dasselbe, als ich ihn bat, den Krieg zu beenden. Er wollte nicht euer Sklave sein. Wir sind mit einer Partnerschaft und der ganze Käse sieht ganz anders aus. Auch ich schätze. Kollaboration. Gut, weiß, klar, armes Pferd, natürlich. Warum aber auf der anderen Seite? Üben, wenn wir Legenden die haben alle Hunger. Er ist eine Legende. Seht! Euer Volk wird euch folgen. Kommt zu mir und rettet sie. Ihr wollt teilen und beherrschen. So wie bei Ryoso. Nicht uns. Oh.
Eure Legende schert sich nicht einmal um euch. Tötet ihn. Und ihr seid frei. Der Endgegner steht legit links neben dir und du hast ein Schwert in der Hand. Du Vollidiot. Legit. Dreh dich rum und hau ihm das Ding ins Gesicht. Vollidiot. Warum ist er so langsam? Sie soll meinen Browserverlauf löschen. Alles klar. Euer Freund starb für euch. Jetzt brauche ich einen neuen. Und ihr müsst erneut wählen. Jetzt wird Yuna sauer auf uns. Also, dass wir gefangen werden, habe ich jetzt nicht gerochen. Dass einer von beiden stirbt, habe ich gedacht. Das war predicted. Und der Dicke war sozusagen der Anführer der Mongolen. Ich brauche mein Schwert. Bin jetzt hier ohne Schwert. Ich habe keine Waffen, nichts. Der Tote war Taka, der Bruder von der Yuna. Der Schmied sozusagen. Ich hab dort was gehört. Na los. Interessant, dass es genau da liegt. Ich töte alle. Kann man mal machen. Bogenschütze! Sofort in Deckung! Er ist hier. Wir finden. Er ist weg. Wenn ich in Bewegung bin, trifft er nicht. Verfolgt den Pfeil zurück. Er verdient den Tod! Das ist für Taka! Dreckiger Verräter! Keine Gnade! Er war jetzt doch größeres Problem als gedacht. Ach Quatsch, ich war das nicht. Der war besser als gedacht. Seid ihr Lümmel, ihr Dreckigen. Diese Bastarde. Können doch nicht einfach Jonas Bruder killen. War aber auch ein bisschen dämlich. Ich meine, er hat ein Schwert gehabt, hat viel zu lange gebraucht zum Überlegen. Viel zu lange. In die Hand genommen, direkt rumgedreht. Jim. Oh Scheiße, jetzt gibt's Backenfutter. Ich habe den Khan mit Rio so ausreiten sehen. Wo ist Taka? Ich weiß, er ist hier.
Er hinterließ die Nachricht, er sei dir gefolgt. Wo ist er? Nein. Nein! 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 Yuna, warte! Oh, jetzt müssen wir noch auf Yuna aufpassen. Er hätte gar nicht hier sein sollen. Warum hat er nicht gehört? Ja, wie Bruder, ne? Wollen wir es mal cringe machen, Yuna? Wollen wir die Aussprache auf Japanisch machen? Obwohl, ich finde Deutsch eigentlich wesentlich angenehmer, da muss ich nicht immer lesen. Untertitel lasse ich trotzdem an, okay? Er wollte dich stolz machen. Wollte sein wie der Geist. Tja, kleine Bruder und Legendenhelden. Hättest du ihn nur nicht mitgenommen? Hab ihn nicht mitgenommen, er war auf einmal da, du Eule. Ich wollte ihn aufhalten. Aber er wollte helfen. Mein Danke. Mal langsam meine Schokoriegel essen. Ich krieg auf der Arbeit ständig Schokoriegel geschenkt. Jetzt habe ich zwei Kinderriegel und weiß nicht wohin. Weiß nicht, wohin damit. Aber nicht ohne ihn. Ja, können wir mitnehmen. Alles klar. Ich will zwar nichts sagen, aber... Ihr habt ihn getötet! Ich hab Yuna sauer. Wie kam es vorbei? Junge, ich habe gerade deine gesamte Armee platt gemacht alleine und du sagst mir, mein Meister war oder was? Waren alle. Die Strohhüte sind vernichtet. Ryoso ist allein. Er lebt noch. Er ist beim Khan. Wir können hier nichts mehr tun. Ich begrabe meinen Bruder. Ich helfe dir. Okay. Ja, wollen wir mal gucken, was wir heute machen. Vielleicht habe ich hier auch einmal wieder Bock. Ganze Zeit. Ich wollte nie, dass es so kommt. Tut mir leid. Ich wollte ein gutes Leben für ihn. In Sicherheit. Es ist nicht deine Schuld. Es ist meine. Nein. Das war der Khan. Ryoso. Jeder Mongole auf dieser Insel.
Hilf mir, sie alle zu töten. Die killen einen und wir killen Tausende. Das ist natürlich gerechtfertigt. Sollte ich jetzt noch fortgehen? Wozu? Wo sollte ich hin? Und was tun? Stimmt. Ich glaube, Yuna hat ja ich nur... Ich bleibe hier. Hat ja theoretisch nur für ihren Bruder so ein bisschen gekämpft. Jetzt hat sie halt ihren Bruder verloren. Ins Lager meines Onkels und ruh dich aus. Ich komme hin. War Taka tapfer? Am Ende? Er war sehr ehrbar. Er war stets tapfer. Doch, Taka hat's gut gemacht. Er hätte mich töten können. Hat er nicht gemacht. Er ist treu geblieben. Yuna ist halt stolz auf ihn.